Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu eurem Wetter.net. Wunderbar, dass ihr wieder alle reingeklickt habt. Ganz schön turbulent ist es draußen. Wir haben es aktuell mit einer 5B-Wetterlage zu tun. Das heißt, feuchte Luft vom Mittelmeerraum kommt zu uns. Aktuell wird diese gegen die Alpen gedrückt und das wiederum bedeutet Niederschlag in Form zum Teil Starkschnee in den Alpen und Starkregen in einigen Landesteilen. Ja, auch der Wolkenfilm zeigt uns, welche feuchten Luftmassen doch in den nächsten Stunden zu uns gelangen werden. Und das bedeutet, dass wir am heutigen Abend mit einer Schneedecke in den Alpen von 70 cm rechnen können. Schauen wir uns die Karte für den heutigen Donnerstag an. Ja, da hat sich dann dieses Regengebiet tatsächlich landesweit breit gemacht. Aber ich komme direkt auf den Nordwesten zu. Der wird direkt ausgespart. Da gibt es Sonnenschein heute. Der Wind wird eine Rolle spielen. Da wird es ordentlich. Ja, da sind zum Teil einzelne stürmische Böen mit dabei. Aber ansonsten eher Wetterberuhigung im Nordwesten angesagt. Dahingegen in den anderen Landesteilen, da gibt es Schauer, da gibt es langanhaltende Regen, da gibt es Starkregen. Und wir haben es im Erzgebirge, wir haben es im Bayerischen Wald, wir haben es an den Alpen, auf der Schwäbischen Alb, im Allgäu und im Schwarzwald zum Teil mit Schnee zu tun. Das Ganze dann bei Tageshöchstwerten zwischen 4 und 11 Grad. Ja, und in der Nacht, da ist der Regen noch nicht abgezogen. Da sind dann vom Südwesten her neue Regenwolken zu uns gekommen und die erstrecken sich bis nach Mecklenburg-Vorpommern. Aber schauen wir uns einmal hier vor unten den Südosten an. Da wird der Himmel zum Teil aufgeklärt sein. Und unter diesem klaren Himmel, da sind die Temperaturen auch recht winterlich frisch, minus 2 Grad in der Früh. In den anderen Landesteilen, auch da, wo die Wolken einige Lücken für uns bereithalten, Temperaturen um die 5 Grad, unter den Wolken 8 Grad zur morgigen Früh hin. Schauen wir uns jetzt die Aussichten für die nächsten Tage an. Schauer sind weiter ein Thema am Freitag. Freundlich im Südosten. Tageshöchstwerte zwischen 5 und 13 Grad. Ja, am Samstag, da ist dann erstmal einmal Wetterberuhigung angesagt. Wohingegen, da kommt so ein, ich sag nicht Regengebiet, aber da kommen Wolken und die versprechen ein wenig Nieselregen im Nordwesten. Ansonsten wirklich freundliches Wetter mit Temperaturen von 7 bis 12 Grad zum Wochenendebeginn hin. Am Sonntag frischt der Wind auf und es kommen weiter neue Wolken vom Nordwesten zu uns gezogen. Freundlich im unteren Drittel des Landes. Tageshöchstwerte zwischen 7 und 12 Grad. Jetzt schauen wir uns aber nochmal die Niederschlagsumme an, die wir doch bis heute Abend erwarten dürfen. Das ist dieses Regenband. Ja, und da kommt einiges zusammen. Wir sehen vor allen Dingen Richtung Alpen, da wird es richtig nass. Wohingegen im Nordwesten, da bleibt es zum größten Teil sogar trocken. Aber wir müssen uns auf einiges einstellen, dass auch in den höheren Lagen des Schwarzwaldes. Also passt bitte auf, wenn ihr unterwegs seid, dieser zum Teil anhaltende und dann noch dieser Starkregen in Verbindung mit dem Wind, das kann wirklich sehr, sehr unangenehm werden, wenn wir uns außer Haus aufhalten oder bewegen. Ja, das war es auch schon wieder, dieses ganz turbulente aktuelle Wetter von eurem Wetter.net. Wenn euch dieses aktuelle Video gefallen hat, vergesst doch nicht zu liken. Und möchtet ihr mehr zur 5B-Wetterlage erfahren, geht doch hier unten auf die Videobeschreibung. Da habt ihr einen Link zu unserem Wetterlexikon. Ja, und dann sage ich bis hoffentlich bis ganz bald und passt auf euch auf.